Ja, Leute, so, willkommen zurück bei Mafia 2. Wir stehen hier vor dem Deepton Apparel, ja. Haben uns gerade einen Anzug gekauft. Und, beziehungsweise, da uns ja $2 gefehlt haben, haben wir uns ihn einfach genommen. Und, fahren jetzt mit dem Auto. Wohin fahren wir überhaupt? Ah, klar, zu Joey. Auf zu Joey. Ja, es hat sich ja hier viel verändert, ne? Finde ich ganz gut. Sieht doch viel besser aus, so ohne Schnee. Also grafisch halt, wurde jetzt nochmal eins draufgelegt. Scheiße, die Bullen. Scheiße. Scheiße. Scheiße, Mann, die schöne Auto, Mann. Naja, geht ja schon gut los. Bin sehr gespannt, was noch alles kommt. So, setzen wir mal schnell das Auto in die Garage. Ja, und jetzt reingehen. Hi. Hallo. Hallo. Der will nicht mit uns labern. Das ist traurig, ja. Der hier vielleicht? Hoi. Hey, Alter. Hallo. Nö, der will auch nicht mit uns labern. Dann gehen wir jetzt halt hier hin und, ja, zu Joey. Mein Gott, ich dachte schon, du kommst nicht. Feine Stöffchen, steht dir. Danke. Also, was läuft heute Abend? Wart's ab. Ein Freund von mir kommt gleich vorbei. Ich habe ihn kennengelernt, während du deinen kleinen Urlaub genommen hast. Führ dich anständig auf. Er ist nämlich ein wichtiger Typ. Ach ja? Er muss gleich hier sein. Wer sagt's denn? Hey Joe! Hey Eddie, hier wie bin läuft's ich. Denn so? Na bestens, kann mich nicht beklagen. Ist das dein Kumpel? Ja, das ist Vito. Vito, das ist ein Freund von mir, Eddie Scarpa. Freut mich, Eddie. Ganz meinerseits. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin am Verdursten. Gehen wir. Hey Vito, fährst du? Ich habe ein bisschen was getrunken. Und? Hast du ihm schon gesagt, was wir vorhaben? Nein, er weiß nur, dass es eine Überraschung ist. Sie wird ihm gefallen. Das hoffe ich doch schwer. Aber wer weiß, vielleicht haben sie ihn ja im Knast umgepult. Hey, was quatscht ihr denn da? Keine Panik. Wart's ab. Na komm, Joe, lass die Katze aus dem Sack. Hey, der stirbt ja fast vor Neugier. Wir sagen es ihm im Auto. Ja, wir haben jetzt den guten Eddie kennengelernt. Vielleicht sagst du mir endlich wohin. Richtung Oyster Bay. Ja, okay. Eddie kennengelernt. Neues Auto. Freiheit. Und ja, jetzt fahren wir irgendwo hin. Halt, Weiber, Baseball, einfach alles. Ja, jetzt kommen wir der Sache schon näher. Haben wir zu einem Baseball spielen? Nein, wir gehen in den besten Puff der Stadt. Puff? Ich hätte lieber Baseball. Auf in den Puff. Warum ziehst du so ein Gesicht, Vito? Willst du mich nach all den Flautejahren nicht ein bisschen messen? Nein! Oh, ihr scheiß Bullen! Warum kommt mich sowieso nicht? Das wird ein halben Spaß. Hab dein Auge auf mich, dass ich mich nicht volllaufen lasse. Ich muss heute noch was erledigen. Noch was außer Vögeln und Saufen? Du weißt, wie das ist. Das Geschäft steht immer an erster Stelle. Na los, Vito, steig in die Eisen. Boah, dieses Auto hat wirklich nicht die beste Grafik. Das beste Handling. Guckt euch das an. Es wackelt nur durch die Gegend. Es ist nur am Wackeln hier durch die Gegend. Ich krieg die Kurve kaum nicht und das hier mit unter 40 Meilen oder Kilometer pro Stunde, ja? Also hier, die Karre ist beschissen, ja? Hey, du bist aber jetzt wird... Ach, geh mir nicht auf die Nerven. Jetzt gehen wir erstmal in den Puff. After the lights go down low.
Also, ich habe mit Leo Galanti über dich geredet, Vito. Er meinte, dass du Mumm in den Knochen hast und er hat mir von der Scheiße erzählt, die Clementi mit euch abziehen wollte. Aber mal unter uns, Vito, warum hast du diese Karriere gewählt? Ich meine, wir haben alle unsere Gründe. Tja, oh ja. Weil ich... Ich möchte ungern wie mein alter Herr enden und... Oh nein. Ja. Mir hilft keiner, also muss ich mir selbst helfen. Kriegt der da einen geblasen? Okay. Der kriegt da einen geblasen, ey. Okay, jetzt verzieh dich, Baby. Also, hör zu, Vito. Ich arbeite für Carlo Falcone und wir haben vor, unsere Firma zu vergrößern. Joe arbeitet schon eine Weile für uns und da du sein Freund bist, würden wir dir auch gerne einen Job anbieten. Interessiert? Ja, klar bin ich interessiert. Okay, darauf trinken wir. Auf euch, Jungs. Und auf eine glänzende gemeinsame Zukunft. Hoch die Tassen. Ich kann heute Abend nicht so viel trinken. Ich hab noch was Geschäftliches vor. Der lässt sich jetzt voll laufen. Sehr langweilig, ey. Die haben viel zu viel an. Carlo hat was in der Birne. Er interessiert sich für links. Du weißt schon. Astrologie. Nein, du meinst Astronomie. Ach, hau ab, du blöder Schwanzwärmer. Tut mir leid, Ladies. Ich muss jetzt leider gehen. Wenn du schon ein Maul benutzen musst, dann... Besser, wir gehen jetzt. Vito! Ja, gehen wir. Hey, steh auf, Joe. Ich verschwinde. Gute Nacht, ihr Lutten. Der denkt sich auch, was sind das für zwei? Wo zum Teufel ist mein Auto? Das muss jemand geklaut haben. Hey, ruf die scheiß Bullen. Bist du blind? Da kommen sie. Du stehst direkt davor. Hä? Ach ja, gut. Wo sind meine Schlüssel? Vito fährt. Er hat am wenigsten gewechselt. Ja, das nächste Mal, Joe, organisierst du uns mehr Pussys und weniger Sprit. Jetzt steigt schon ein. Und wo soll's jetzt hingehen? Ist besser, als wenn man sich in der Dusche nach der Seife bücken muss, hä? Wo soll's denn jetzt hingehen? Eddie, hast du gekocht? Wir sollen zu Joe fahren, okay. Was? Ich kotze nicht in mein eigenes Auto. Was zum Teufel schien hier so? Ach, ja, das riecht auch. Das muss Frankie Potts sein. Was? Der Arsch hat dir den Wagen gekotzt? Ja, nein, er liegt im Kofferraum. Was? Hey, das ist alles deine Schuld, Joey. Ich hab doch gesagt, ich hab noch einen Job zu erledigen. Du musst mich abfüllen. Hey, seit wann heißt ein Job zu erledigen, dass eine Leiche im Kofferraum liegt? Hey, entspann dich, Vito, okay? Hey, er ist besser. Lass uns was einfallen. Das ist schon dabei. Wir müssen nur die Leiche vergraben. Ich habe schon guten Platz bei der alten Sternwarte gefunden. Hast du eine Schaufel? Lass mich vorbei! Das Loch ist schon Arschloch. Wir müssen ihn nur reinschmeißen und zuschauen. Boah, dieses Auto, okay. Ne? Wo ist das Loch? Außerhalb der Stadt, Waldwind, Waldlichte. Da ist das Loch. Hinten Zahn zu, ja? Nein. Frische Luft.
Stand gehen. Bringt mir nach oben. Alter, dieses Auto, ne? Es ist so derbst beschissen. Die Alte will uns noch davor laufen. Oh, diese Mucke, ne? Alter, schnell. Ich muss kotzen. Muss ich jetzt ernsthaft kotzen? Wie geil ist das denn? Wo kommt denn der ganze Mist her? Oh, Scheiße. Ich wusste gar nicht, dass ich Kalamari gegessen habe. Du trinkst keinen Schnaps, was? Und jetzt hier rechts hoch. Nachdem der gute Eddie direkt am ersten Tag, an dem wir den kennen, auf dem Bürgersteig gekotzt hat, ja. Macht immer einen guten Eindruck. Aber, naja, ist alles so ein bisschen speziell. Besonders dieses Auto. Ja. Boah, Alter, dieser Sender ist ja nicht besser. Radio aus, nee. Was läuft hier? Na, Onyx. Oder? Sollen wir das Lied mal lassen? Das ist, das hört sich mal besser an. Und wir heizen hier über die Kreuzung drüber. Nichts passiert. Ja, das Lied, das ist akzeptabel. Das kann man lassen. Und Vollgas hier durch Hillwood. Da vorne sind die Bullen. Einmal auf die Bremse. Oh nein, nein. Boah, scheiße. Und jetzt einfach hier, ja. Durch das Tor durch. Bam. Na, die Karre ist sowieso schon verdreckt. Da macht das bisschen auch nichts mehr aus. Gut, da wären wir. Mahlzeit. Mach den Kofferraum auf. Ist das ein Witz? Na toll, ganz toll. Ach, Scheiße, die neuen Schuhe. So eine Sauerei. Oh, Allmächtiger, das stinkt vielleicht. Wie lange liegt der Kerl da schon drin, Eddie? Ach, erst ein paar Tage. Hol ihn allein raus, Vito. Ach, ist ja toll. Den Gestank ertrage ich nicht. Klasse Begrüßungsparty ist das. So ein Scheiß. Hey, Jungs, hier ist das Loch. Genau hier. Schmeiß den rein. Das war's. Geschafft. Okay, schütten wir das Loch zu. Wie? Ich schaff das beim besten Willen nicht. Kannst du das übernehmen? Jedes Mal, wenn mir der Gestank von dem Typen in die Nase steigt, muss ich kotzen. Und Eddie ist auch keine große Hilfe. Okay, von mir aus. Hey, Jungs. Wie wär's mit ein bisschen Musik, ja? Ihr spinnt doch alle. Gute Nacht, mein Schatz, ist Zeit. Eigentlich hätten wir uns deine Willkommensparty anders vorgestellt. Aber so sind wir wenigstens an der frischen Luft. Ja, meinst du, das gefällt dir immer noch, wenn ich dir diese Schaufel überziehe? Gute Nacht, mein Schatz. Okay, wir haben Leiche eingebuddelt. Loch ist Loch. Loch ist weg, ja. Anscheinend so wie bei Minecraft hier, dass direkt wieder zuwächst. Und ja, ab ins Auto. Dieses schöne Auto.
immer noch schön kaputt. Und jetzt bringen wir den Joe und den Eddie zu Joey. Wollt ihr mich verarschen? Das ist mein absolutes Lieblingslied. Oh mein Gott.